welche Viecher triffst, von denen du glaubst, dass du ihnen nicht gewachsen bist, dann ergreif am besten die Flucht nach vorn, bis hin zu Saturas. Er wird sich schon um die Biester kümmern. Ich muss zurück. Und eins noch. Lass dir nicht einfallen, mit dem Ornament hier in der Gegend rumzuwandern. Geh direkt zu Saturas. Wir sehen uns. Okay. Speichern. Was für Viecher sollen wir denn da unten begegnen, denen ich nicht gewachsen bin? Snapper, Golems, vielleicht so eine Dreierkombination, ein Erdgolem, Eisgolem, ein Feuergolem, eine Riesenratte. Oh, wie süß, wie niedlich. Okay, das ist nicht niedlich. Das ist angsteinflößend. Scheiße, was kommt denn jetzt? Die kommen alle auf mich zu, wie süß. Hallo? Was soll denn der Scheiß? Ja. Was willst du denn von mir? Immer diese lächerlichen Viecher. Wenn es nur Ratten sind, wird das nicht das Problem. Wenn hier irgendwelche schwarzen Goblins oder Skelett-Goblins oder so auftauchen, dann habe ich ein Problem. Ja, noch nicht mehr Ratten. Oder sowas. Steintafel der Lebensenergie. Wie geil ist das denn? Okay, ein Steinwächter. Ist hier irgendwie noch so ein Steinwächter oder so? Warte mal. Das ist ja geil. Okay. Muss ich was essen? Ja, ich sollte was essen. So. Steintafel der Lebensenergie 1. Okay. Weiter geht's. Riesenratte immer noch. Goblin-Skelett. Ich hab's gewusst. Verreck doch, ey. Verreck doch, du Scheißvieh. Verreck! So, jetzt ist die große Frage. Komme ich dir gegen diese Scheißskelette an oder nicht? Fuck. Keine Ahnung, ich dachte. Alter! Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nicht treffen. Nicht treffen. Geh da rein! Können Monster sein, die 500 Level über dir sind. Schuss für euch. Nächsten Treffer. Meine Fresse, ich treffe natürlich nicht. Steinwächter. Hat das gleich. Ne, eben waren es drei Sachen, die er dabei hatte. Da verarscht mich doch nicht. So, Leute. Jetzt nochmal. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Da war was von wegen. Goblin-Skelette sind viel zu stark. So, wo lang muss ich denn laufen? Ich laufe jetzt einfach mal geradeaus. Das wird doch nie was ich entkommen. Doch nicht. Jemand Magier! Ja! Da ist immer noch einer! Ein Mistvieh weniger! Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst! In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für Möchtegern-Abenteurer. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich! Du Mistkerl! Glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast, damals, im neuen Lager.
Oh, cool. Ein altes Video. Wie ich damals das Schwert aufgeladen habe. Und da haben sie uns gesehen. Ja, schade. Pech. Ich grinse so geil. Du hast unserem Erzhaufen alle magische Macht entzogen und dann bist du einfach verschwunden. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Es war notwendig. Ohne die Macht des Erzes hätte ich den Schläfer niemals besiegen können. Was ist das für ein Gefasel? Schläfer? Besiegt? Hast du eigentlich die leiseste Ahnung, was du da getan hast? Du hast das Gefüge der Magie derart durcheinandergebracht, dass es bis nach Korinis zu hören war. Du kannst von Glück sagen, dass die Barriere eines Tages einfach in sich zusammengefallen ist. Worüber beschwerst du dich dann? Hat doch alles gut geklappt. Hüte deine Zunge! Was zum Henker willst du hier überhaupt? Ich bin mit Laris hierher gekommen. Laris? Wirklich? Wo ist er? Ich bin allein. Laris ist zurück in die Stadt gegangen. Was? Und er hat dich ganz allein zu uns geschickt? Was denkt er sich eigentlich? Ich habe euer Ornament mitgebracht. Was in aller Welt soll das bedeuten? Wer hat dir das gegeben? Sag nicht, dass Laris es dir einfach überlassen hat. Jetzt komm mal wieder runter. Ich habe es dir gebracht, das wolltest du doch, oder? Schon, aber es beunruhigt mich, dass du schon wieder deine Finger im Spiel hast. Warum machst du so ein Theater um die alte Geschichte mit dem Erzhaufen? Immerhin habe ich schon damals für dich gearbeitet. Hast du dich da etwa nicht auf mich verlassen können? Und was hat es mir schlussendlich eingebracht? Denk ja nicht, dass ich dir traue. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Was? Woher weißt du das denn schon wieder? Wer? Laris, ich bring ihn um. Er hat gegen unsere erste Regel verstoßen. Niemand spricht über den Ring des Wassers. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich traue dir nur, solange ich dich im Auge habe. Es war Vatras, der mir alles über den Ring erzählt hat. Was? Vatras? Großartig. Von allen Wassermagiern auf der Insel musstest du ausgerechnet an den einen geraten, der dich nicht kennt. Ich warne dich, mach dieses Mal keine Dummheiten. Ich werde mir Mühe geben. Ich finde den Chatverlauf, den Gesprächsverlauf gerade ziemlich lustig. Was machst du hier unten? Diese Hallen beherbergen alte Geheimnisse, rätselhafte Geheimnisse. Die Inschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte Kultur schließen. Alles, was du hier sehen kannst, ist in einer uns gänzlich unbekannten Sprache geschrieben. Wir fangen gerade erst an, sie zu lernen und ihren Sinn zu erfassen. Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Es ist der Schlüssel zu einem Portal. Mehr werde ich dir dazu nicht sagen. Da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten, kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen. Sag Riordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen wünsche. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden. Ja, gut. Wir sind hier angekommen. Und ich würde erstmal sagen, Schluss für jetzt. Viel Spaß mit den Videos und bis später, euer Hedi.